Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Update-Video, heute mit dem Update 1.16 oder mit anderen Worten auch das Aim, Fly and Fire Update, denn hier wird sowohl geaimt als auch geflogen als auch geschossen. Der Name ist tatsächlich mal Programm. Wir werden das in diesem Update-Video wieder so wie bei den anderen alten Update-Videos machen. Wir werden erst den Changelog machen und danach den Gameplay-Teil und beide werden vermutlich heute ein wenig länger ausfallen. Ich bitte daher schon mal ein bisschen um Verständnis. Wenn ihr natürlich jetzt den Changelog nicht sehen möchtet, die Timestamps stehen unten, ihr dürft gerne überspringen. Ansonsten legen wir direkt los mit den neuen Änderungen, und zwar angefangen mit den drei neuen MGs. Das sind vermutlich die offensichtlichsten Änderungen, denn ihr werdet als HNG-Spieler ziemlich schnell damit zugeschissen, denn gerade auch beim MG13, diese Waffe lässt sich halt sehr früh freischalten. MG13, wie gesagt, für die Deutschen. Die Sowjets haben das DT-DTM und die Maxim Tokarev bekommen. Das sieht jetzt so aus, als wären das Waffen des gleichen Typus, sind es aber nicht. Es sind zwar alles MGs, die lassen sich aber komplett unterschiedlich freischalten und lassen sich auch komplett unterschiedlich spielen. Das bedeutet, das MG13 ist deutlich offensiver als die beiden russischen Varianten. Das werdet ihr dann entweder im Selbstversuch oder bei anderen noch recht schnell sehen. Die haben halt ihre speziellen Aufgabenbereiche. Kommen wir direkt zum nächsten Punkt, nämlich den Infantry Scopes. Das wird auch wahrscheinlich einigen aufgefallen sein, denn die haben alte Scopes durch neue ersetzt bekommen, automatisch. Ihr konntet da jetzt, wie beim STKFZ damals, keinen Einspruch einlegen, es wurde einfach weggenommen, ausgetauscht. Denn das beispielsweise M7-3B1 Infanterie Scope, das müsste das der Amis sein, ersetzt jetzt das M84. Das ZF-41 der Deutschen ersetzt das ZF-4 und das ZF-39, ausgenommen anscheinend dem FG-42. Und das PE ersetzt das PU bei den Russen. Es sind deutlich kleinere Scopes, haben auch einen kleineren Zoom. Ich glaube nur eine zweifache Vergrößerung, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere. Soll einfach den Punkt verstärken, dass die Infanterie Infanterie ist und sich auf deren Waffen beschränkt und die Sniper dadurch ein bisschen mehr Gewichtung bekommen. Und wo wir bei Sniper schon sind, die bekommen nachher nochmal eine gesonderte Variante, eine gesonderte Rolle. Aber wie gesagt, das überspringen wir jetzt an der Stelle erstmal. Hier geht es jetzt nur um die Scopes. Und wo wir schon gerade bei Scopes sind, geht es natürlich auch direkt um Reichweite. Und bei den Reichweiten geht es um die maximale Reichweite von entsprechenden Kalibern. Angefangen mit den Rifles, die haben nämlich eine erhöhte maximale Reichweite von 1000 auf 2000 bekommen, bei den SMGs von 500 auf 750 und bei den Pistolen von 500 auf 750 Meter. Wie gesagt, hat alles auch mit den Scopes zu tun, da man ja jetzt weniger weit gucken kann, kann man auch die Reichweite erhöhen. Dann geht's weiter mit einem weiteren übergeordneten Punkt, den ich aber recht schnell zusammenfassen möchte, denn es gibt neue Gegenstände im Spiel. Das sind aber keine spielbaren Gegenstände, sondern Gegenstände auf den Maps. In erster Linie sind es überarbeitete Panzersperren, es sind überarbeitete Fässer zum Beispiel, es sind aber auch neue Panzersperren oder wie es glaube ich richtig heißt, Höckerlinien, also Betonzähne quasi oder Drachenzähne, wie es hier genannt wird, die halt im Boden verankert sind, die auf der neuen Colmar-Map vorrätig sind und die vielleicht auch noch auf andere Maps kommen. Aber wie gesagt, das sind überarbeitete und teilweise halt auch dann die neuen Props, die auf die Maps kommen und da auch schon ersetzt wurden. Der nächste Punkt ist der RTS-Part, steht für Real-Time Strategy, also der Echtzeitstrategie-Part oder halt auch der Generäle-Tab. Der dürfte für viele von euch, aber nicht für alle von euch, interessant sein. Denn da wurde die Jeep-Produktion auf 160 erhöht, die Motorradproduktion auf 180 und die Infanterieproduktion, und glaubt mir, das ist gerade bei den Deutschen ein ganz, ganz großes Problem, diese drei Punkte, auf 900 erhöht. Weiter geht's bei den Änderungen im Bereich Fortschritt, wenn ich das so umschreiben darf, denn da gibt es zwei Änderungen, die ich dann erwähnen möchte, die anderen könnt ihr euch selber durchlesen. Zum einen wurde halt ein neuer Mechanismus eingefügt, der neuen Spielern erlaubt, den ersten Charakter, den ersten Soldaten einer neuen Klasse, sofern noch nicht unlocked, dann umsonst zu bekommen, wenn man eben diese Klasse unlockt. Bedeutet, ihr habt einen neuen Account, ihr levelt euch die entsprechende Player-Erfahrung hoch, sprich dieses Level, was oben rechts angezeigt wird. Ihr kommt dann auf Level X, wo dann halt der Pilot freigeschaltet wird. Bislang war es so, ihr musstet euch dann noch das Geld
hochspielen oder halt euch echt Geld kaufen, um euch diesen ersten Piloten kaufen zu können. Ihr musstet den wirklich kaufen. Jetzt ist es so, der erste Pilot von dieser neu freigeschalteten Klasse wird dann umsonst bereitgestellt. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt alle Soldaten umsonst sind. Es betrifft nur den allerersten Soldaten. Bedeutet, habt ihr danach noch Bock, einen zweiten Piloten, keine Ahnung, bei den Amis, bei den Russen oder einen zweiten Piloten bei den Deutschen, dann werdet ihr dafür bezahlen müssen. Der erste, ihr könnt wahrscheinlich dann wählen, auf welche Fraktion das geht, der ist umsonst. Den dürft ihr frei wählen. Dann kommen noch ein paar weitere Änderungen, die ich jetzt hier nicht erwähnen möchte. Es dreht sich ausschließlich um diese ganze Geschichte mit den MGs, denn es wurde auf den ganzen Ribbons sehr, sehr viel rumgeschoben, damit das entsprechend passt. Jetzt haben die Deutschen angefangen mit dem MG-13, ein Starter-MG, dann geht es über das MG-34 bis zum MG-42, was dann als Suppressor-MG quasi dient, auf der letzten Stufe. Ihr seht halt hier jetzt eingeblendet, welcher Ribbon was macht und wie es verschoben wurde. Lest euch durch, ich überspringe das Ganze mal. Und dann abschließend, wie gesagt, noch eine zweite Änderung, die ich erwähnen wollte, denn es gibt anscheinend jetzt so eine Art Schlosssymbol für Player-Modi, die nicht gespielt werden können, weil man sie eben noch nicht freigelevelt hat als Spieler-Level. Das war anscheinend bislang noch nicht wirklich sichtbar und jetzt ist da halt ein kleines Schlosssymbol. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, auf den sich wahrscheinlich die meisten von euch, also eigentlich nur die Piloten und die, die es mal werden wollen, am meisten gefreut haben, nämlich die Gameplay-Changes. Die betreffen jetzt in dem Falle nur die Flugzeuge, angefangen mit dem Fighter Plane Rebalancing, was eigentlich nur bedeutet, dass die Flugzeuge aneinander angepasst wurden und da ist ganz explizit die Sprache von der Focke und der Lavoschkin und der P-51. Die Focke war bislang ziemlich hart OP, nicht unbedingt nur von der Bewaffnung, sondern halt auch allgemein vom Handling her. Sie war halt agiler, sie war schneller und so weiter und so fort. Das Ganze wurde jetzt aneinander angepasst. Die haben sich durch dieses Update ein wenig aneinander angenähert. Auch wenn ich der Meinung bin, dass zum Beispiel die PN50 im Vergleich zur Focke noch ein wenig besser sein könnte. Auch jetzt hier nach noch. Aber das ist ein Punkt für ein anderes Video. Weiter geht's mit der Bullet Convergence, also der Kugelkonvergenz. Was eigentlich nur bedeutet, dass die Kugeln sich mit angeschalteter Konvergenz früher schneiden. Das merkt ihr am besten bei den amerikanischen Flugzeugen, also zum Beispiel der P-51 oder der P-40. Da schneiden sich mit angeschalteter Konvergenz die Kugeln deutlich früher vor dem Flugzeug. Das ist ganz praktisch, wenn man halt eher im Nahbereich kämpft und nicht auf ferne Distanz, weil sonst einfach die Kugeln immer hart gestreut haben. Aber auch bei der Emil ist das, glaube ich, ein ziemlich, ziemlich geiles Feature, ob man so halt die Kugeln mehr Richtung Mitte zentrieren kann und nicht halt immer nur auf die Flügeln. Das war halt sehr, sehr oft der Fall, wenn man angegriffen hat. Aber einfach mal ausprobieren, ob es euch gefällt oder nicht, könnt ihr dann noch selber entscheiden. Dann halt die ganzen Änderungen, die ich jetzt nicht unbedingt alle durchgehen möchte. Kurz gefasst, die LA-7 wurde ein bisschen schneller, die PN50 wurde auch ein bisschen schneller, hat halt auch eine höhere Stall Speed und so weiter und so fort. Da wurde halt eine Menge dran rumgeändert, auch an den Polikarpov und den Henschel und der Curtis, die mehr Hitpoints gekriegt haben. Ebenso mehr Hitpoints haben auch die ganzen Komponenten bekommen, die auch ganz gerne mal totgegangen sind, ziemlich schnell totgegangen sind, wie zum Beispiel das Höhenruder. Hier steht es als Elevator. Ich finde das massiv dringend notwendig gewesen. War das jetzt ein deutscher Satz? Keine Ahnung. Denn bislang war es so, dass teilweise eine Focke einfach aus dem Spawn geflogen ist, eine Kugel auf das Höhenruder im Arsch und du warst außer Gefecht. Es ging halt viel zu schnell. Das hat sich hiermit dann auch geändert. Dann haben sie das Movement allgemein von den anderen Flugzeugen noch ein bisschen geändert und die Focke halt, wie ich anfangs schon erwähnt hatte, schlechter gemacht. Das bedeutet zum Beispiel als ein Beispiel, wenn jetzt zwei Flugzeuge nach oben ziehen, stallt die Focke ein bisschen früher jetzt, deutlich früher, und die LA-7 zum Beispiel ein bisschen später. Das bedeutet, die nähern sich aneinander an. Trotzdem, Focke ist immer noch sehr, sehr stark. Trotzdem, trotz dieser Änderung. Aber das, wie gesagt, ist ein Thema für ein anderes Video. Kommen wir jetzt zu einem Thema, was mich tatsächlich noch ein wenig mehr freut als das hier zuvor gegangene. Denn jetzt kommen die kleinen weiteren Gameplay-Änderungen oder Fixes. Warum die mich so freuen? Ganz einfach. Angefangen mit den beiden ersten Punkten, es gibt jetzt ein visuelles Feedback für Spieler, wenn sie halt entsprechend repariert oder bandagiert werden.
Und das freut mich so stark, weil ich nämlich sehr gerne Medic oder Mechaniker spiele. Ich habe dafür eigene Charaktere, die jeweils halt auf ihrem Gebiet spezialisiert sind. Und das Problem ist, wenn ich zum Beispiel den Sunny gespielt habe, dann war es sehr selten der Fall, dass wirklich die Leute auch gecheckt haben, dass ich sie bandagieren wollte. In der Regel sind sie einfach weggelaufen und haben mich doof angeguckt, gepfiffen, teilweise Hasstiraden geschrieben, ihr kennt das. Sie haben es halt nicht gecheckt, dass man eigentlich nur helfen wollte. Das gleiche bei den Panzern, man hat repariert, hat sich gefreut, dass man EP bekommt. Der Panzer, ja, der hat nicht mitbekommen, dass aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen HP zu seinem Panzer hinzugefügt werden und hat dich dann im Rückwärtsgang einfach mal gnadenlos überfahren. Mit dem aktuellen System hoffe ich halt, dass das mittlerweile dann nach und nach abnehmen wird. Auch wenn ich befürchte, dass die Dummheit einiger sich nicht durch so ein kleines Feedback kompensieren lassen wird. Weise gesagt. Dann gibt es noch neue Änderungen am Aircraft-System, also an den Paratrooper-Planes. Die bekommen jetzt nämlich, glaube ich, die 5 EP wieder zurück, wenn man sie zerstört. Ja, also ich meine jetzt für Staged, wer meint. Für einen Krieg war es sowieso Pflicht, wenn die da waren, abschießen, klar, auch ohne EP. Im Staged gab es bislang keinen Grund, haben trotzdem welche gemacht. Jetzt habt ihr die 5 EP wieder. Dann gibt es anscheinend noch eine Änderung am Vehicle is Ready. Also was oben links immer aufgeschieden ist, das kommt jetzt nicht mehr, wenn man im Fahrzeug desselben Types sitzt. Also angenommen, ihr sitzt in einem Königsticker, habt einen Königsticker gespawnt. Anscheinend kommt die dann nicht mehr, auch wenn ich nicht den Sinn dahinter verstehe. Oder generell, wenn ihr generell in einem Panzer sitzt. Dann gibt es noch eine Änderung, die ich auch eigentlich schon seit gefühlt 5 Jahren herbeisehne, denn es gibt jetzt anscheinend den Bug nicht mehr, dass ihr den Paratrooper Fallschirm nicht mehr zieht, wenn ihr aus einem Flugzeug aussteigt, was niedrige HP hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr seid früher aus einem Lowlife brennenden Flugzeug abgesprungen, hattet eigentlich noch eine unfassbar hohe Höhe. Das hat den Typen aber nicht interessiert. Er hat den Fallschirm nie gezogen. Vergleich, ihr seid aus einem Full-Life-Flugzeug rausgesprungen. 1 Zentimeter nach dem Flugzeug, nach 1 Zentimeter Fall, zieht er schon den Fallschirm. Unterschied, die HP. Das war tatsächlich anscheinend ein Bug, dass halt entsprechend der Fallschirm nie gezogen wurde, wenn man aus einem Lowlife-Flugzeug, sei es jetzt das normale Flugzeug oder halt das Paratrooper-Flugzeug, ausgestiegen seid. Finde ich cool. Finde ich absolut cool und war eigentlich schon längst überfällig. Also absolut überfällig. Aber okay, finde ich gut, ist weg. Ja, und dann gab es noch einen Bug bezüglich Schwimmen und Waffe auswählen. Was ich nicht ganz verstehe, haben sie anscheinend auch gelöst. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal irgendwann hatte. Mir fällt er auf jeden Fall nicht ein. Also ich habe keine Situation, wo das mal passiert ist. Dann weitere kleinere Änderungen am Fahrzeugdesign diesmal, denn es gab anscheinend eine Problematik, dass man nicht die Sitze im GRZ switchen konnte, also vom Beifahrer auf den hinteren Platz. Ich habe keine Ahnung, ich bin nicht so oft Russe gefahren. Und dann gibt es noch 2 gefixte Sachen, und zwar, dass man, das kenne ich auch sehr gut aus eigener Erfahrung, dass man aus geflippten Fahrzeugen, also aus umgedrehten Fahrzeugen teilweise nicht aussteigen konnte. Das wurde auch gefixt. Und ein Fix wurde auch eingereicht für die Problematik, wenn ein APC beispielsweise links und rechts quasi eine Wand hat oder eine Blockade hat, dass man dann nicht aussteigen konnte und dann fixiert war in diesem APC. Das ist zwar selten vorgekommen, aber wenn es vorgekommen ist, dann war das eine absolute Katastrophe, weil man dann halt in diesem Ding fest saß. Und wenn es, keine Ahnung, der Fahrer irgendwie geschafft hat, auszusteigen oder ausgeschossen zu werden, dann sitzen halt alle anderen fest. Oder saßen, denn, wie gesagt, es ist rausgenommen worden, anscheinend. Einer der letzten Punkte sind die Soundfixes, die möchte ich demnach auch ganz gerne ein wenig kurz halten. Angefangen mit den Getriebe-Sounds, die für Fahrzeuge angepasst wurden. Ebenso für das M18 Recoilless Rifle ein Nachladesound eingefügt wurde. Es gab Lightning, Render und Effekt-Fixes. Es wurde an den Holzeinschlagseffekten gearbeitet, also sprich den Partikeln, die da raussprühen. Ebenso wurde am Licht gearbeitet, was zum Beispiel auch in Indoor-Gefechten sich halt austrägt, eine Reflexion entsprechend. Dann wurde anscheinend ein Clipping-Fehler behoben, der Spieler irgendwie weiter vorausbrechend hat auf ferne Distanz, wo sie eigentlich nicht waren, und dass sie halt entsprechend um Ecken hervorgeguckt haben, was sie nicht getan haben. Entsprechend das wurde halt geändert. Ich kann mir vorstellen, das war zum Beispiel die Problematik mit den schwebenden Panzern, die wir mal in den Folgen hatten.
weil entsprechend auf große Distanz Sachen nicht gerendert wurden und dann die Gegner alleine da standen. Sowas könnte ich mir vorstellen halt. Dann gab es auch noch eine Überarbeitung für das M1919A6. Das sieht jetzt im Shop oder generell im Spiel sieht das deutlich besser aus. Ein bisschen dunkler, ein bisschen kontrastreicher. Ebenso wurde das für die PA-51 das Metall ein bisschen überarbeitet. Und dann gibt es noch ein neues Aussehen für die Straßensperre. Für das Modul der Straßensperre. Der vorletzte Punkt und auch kurz überspringbare Punkt sind die Animationsfixes, die zum Beispiel, was ich auch schon öfters mal angesprochen hatte, die Clipping-Fehler sind, wenn man in einem MG in der geduckten Variante nachlädt, dass man teilweise unter die Map gucken kann. Hatten wir zum Beispiel bei O3 oftmals, wenn man dann halt entsprechend nachgeladen hat, hat man da durchsehen können, war lustig, war ganz cool, wurde jetzt anscheinend behoben. Ging übrigens auch nur im Bipod-Modus, also wenn das Ding aufgelegt war. Dann gibt es anscheinend noch einen Fix bei dem T28, bei der Luke vom T28, was auch immer da kaputt war. Ich habe den nicht gefahren oder nicht so oft gefahren. Und es gab anscheinend auch einen Bug, wenn man an der deutschen und der sowjetischen mobilen Anti-Air war, dass man dann irgendwie einen Fehler hatte, wenn man die Map geöffnet hat. Ebenso gab es irgendwie noch einen Clipping-Fehler beim M3 Half-Track, wenn man drinnen saß oder wenn man rausgegangen ist in dem Falle. Der wurde jetzt auch behoben. Der letzte Punkt Sonstiges lässt sich mit zwei kleinen Unterpunkten zusammenfassen, denn zum einen wurden Fixes im Hintergrundfenster, zum Beispiel ein visueller Bug, was irgendeinen Ribbon angeht, wurde behoben und die charakterbezogenen Items oder Bundles wurden aus dem Shop rausgenommen wegen den eingangs erwähnten Umstellungsarbeiten für dieses Charaktersystem. Hatte ich ja schon erwähnt, brauche ich nicht nochmal machen. Demnach sind wir auch schon direkt durch und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Es ist ja eigentlich mehr Zuhören bei diesem Changelog. Schreibt gerne mal eure Meinung zu diesen Änderungen unten in die Kommentare. Meine persönliche Meinung, bevor mich jemand fragt, ich finde das Update, wahrscheinlich viele andere auch, eigentlich ziemlich gut. Das löst sehr viele Probleme, die das Spiel bislang hatte, die es eigentlich auch schon längst hätte lösen müssen, finde ich. Das kommt ein bisschen zu spät, aber es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Update, auch wenn es jetzt nicht massiv neue Änderungen reinbringt. Apropos, die beiden Game-Modi, Recon vs. Recon und Plane vs. Plane, sind übrigens nicht offiziell hier drin aufgeführt, sind aber schon drin, ihr könnt die schon spielen. Kleiner Tipp. Wie gesagt, es bringt halt nicht den Riesen-Content, wie jetzt zum Beispiel ein neues Panzermodell wie das Armor 2.0, aber viele, viele kleinere und deutlich wichtige Änderungen. Und der Teufel liegt meistens im Detail, beispielsweise mit dem Reparieren und dem Bandagieren. Das freut mich wie so ein Honigkuchenpferd, ist aber für viele wahrscheinlich gar nicht mal so wichtig, aber trotzdem ändert halt für mich massiv das Spiel. Wie gesagt, schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare und ich wünsche euch jetzt noch massiv viel Spaß mit dem Gameplay-Teil. Mit zwei, glaube ich, ziemlich langen Runden auf verschiedenen Karten. Ich habe keine Ahnung, was wir da gespielt haben. Danke fürs Zuschauen, bis eventuell zum nächsten Update-Video. Oder bis gleich jetzt zum Gameplay-Teil oder bis zu einer normalen, regulären HNG-Folge oder einem anderen Projekt oder Stream. Meine Güte, danke fürs Zuschauen und bis gleich oder bis dann. Tschüss. Ja, und damit einen wunderschönen guten Tag und willkommen zum zweiten Teil von diesem Update-Video. Für die, die hier mit mir spielen, nämlich den Supermautz, den Kuraten und den Heinz Ehren... Warum hast du dich so genannt? Das ist mein normaler Discord-Name. Das musst du. Ja. Er heißt auch Tyrannus, zeitweise. Tyrannosaurus, egal, auf jeden Fall. Willkommen zum zweiten Upload-Video-Teil und Update-Video mit MG13. Ich glaube, wir spielen alle MG13, ne? Ich habe einen falschen Soldaten ausgewählt. Sorry. Ja. Und verkackt. Müssten wir gleich neu starten. Ja. Ich spiele das tatsächlich jetzt gerade in dem Moment das MG13 zum allerersten Mal. Ich habe das kein einziges Mal aufgehoben. Ich überschlage mich vor Verwunderung. Ich merk's. Ich habe gehört, es ist im Prinzip ein FG42 für die Infanterie. Oder 1:1 kopiert als von den Stats her. Es sieht ein bisschen aus wie eine PTRD. Oder PTAS? Ganz leicht.
Das MG13 zeichnet sich halt hauptsächlich durch seine extrem schnelle Nachladezeit aus. Hat halt, was für ein MG recht unnormal ist. Ja gut, das ist halt wie beim FG42 ein Clip. Ja, aber trotzdem 3,3 Sekunden. Dann die Stats sind auch überwiegend identisch mit dem des FG42s. Da lohnt sich Fast Reload gar nicht. Doch, damit kann man es unter 2 Sekunden drücken. Ja, klar, aber die eine Sekunde. Also Fast Reload macht halt bei der Panzerbüchse echt Sinn. Oder bei der Granatbüchse, ja, da hab ich's halt echt eingesetzt. Bei allen Waffen so über 5 Sekunden würde ich schon machen. Aber bei dem jetzt... Lebst du noch? Ja. Ich suche gerade den Gegner. Ich glaube, ich nehme hier gerade mal so ein APC. Ach, der Typ ist tot, schade. Der lädt das Ding irgendwie ein bisschen komisch nach. Der macht immer so eine komische Hand. Ja, ein bisschen sehr weit hoch angesetzt, die Hand dabei. Ja gut, das ist in Deutschland, ne? Da sind die Hände immer ein bisschen höher angesetzt. Wir treffen uns bei O2 wieder. Wir verteidigen das. Ja, ich dachte O3. Das wissen wir, glaube ich, nicht. Das erledigt sich von selbst hier. Ja, O3 ist auch immer. Also wenn er das Magazin reinrammt, dann macht er echt eine komische Handbewegung. Ja, irgendwie, ich kann die gar nicht nachmachen, glaube ich. Nee, weil das ist unnatürlich. Hier, General, fahren wir mal rüber zu O3. Mhm. Ja, gefällt mir schon relativ gut. Nehmt ihr mich mit? Ich mag zwar das MG34, mit welchen, aber mit Stand-MG... Mit welchen Stats nutzt ihr das denn, mit welchen Ribbons? Ich habe jetzt gerade nur Plünderer drin, weil ich nichts anderes freigeschaltet habe. Das ist übrigens ein neuer Soldat. Vorhin erst gekauft, hochgelevelt und... Man ist relativ frei, was das angeht. Also man ist nicht auf Fast Reload angewiesen. Fester Griff. Man ist nicht... Kopfschuss, Alter. Ja, hab ihn aber. Man ist nicht auf Tight Grip angewiesen und sowas. Du kannst eigentlich Heavy Set nutzen, wenn du wirklich... Wenn du willst, ja. Und dann... Ja. Du kannst um diese Waffe herum ein Loadout entwickeln. Da ich aktuell mit Pistole kämpfe, habe ich mir hier Feldsanitäter draufgehauen für mehr Medipacks. Also sprich, das Ding erstmal mit einer extra Pistole ausgerüstet. Ja gut, eine Pistole werde ich mir wahrscheinlich... ich weiß nicht, halt noch nicht. Wahrscheinlich Messer und Medikit. Wahrscheinlich ist das Sinnvollste. Vielleicht, obwohl das macht auch keinen Sinn, Granaten. Ich habe ja schon meinen Granatensoldaten. Nein, hinter mir war noch einer. Ficken! Ist aber nicht werbefreundlich. Ach. YouTube kennt mich schon. Die wissen, das ist freundschaftlich. Ich glaube, von hinten aus unserem Spawn kommt vielleicht auch noch ein Russe. Deswegen habe ich schon sehr neugierig darüber geschaut, konnte ihn aber noch nicht entdecken. Kommt der von hinten oder kommt der von vorne? Oh Gott, ich habe den Witz extra unterdrückt, Mensch. Er kommt. Hinten. Katok 74 heißt er. Ich habe ihn ein bisschen angeschossen. Der macht das nicht mehr lange. It's a mighty Sherman. Also dafür, dass das MG13 im Vornherein so gehatet wurde. Oh shit. Ist ziemlich geil. Alle meinten, warum braucht man jetzt noch so ein Kack-MG? Wir haben doch schon das MG34 und das MG... SHIT! Das MG-Shit? Das kenne ich gar nicht. Ich auch nicht. Erklär mir mal, wie das heißt richtig. Alle haben sich ja beschwert, wie gesagt, MG42 und MG34 sind doch drin. Warum brauchen wir jetzt noch so ein Anfänger-MG, MG13? Weil es geil ist. Wow, ernsthaft? 6 Minuten? Ich glaub, die kann man nicht nehmen, oder? Doch. Wir können doch vielleicht noch ein zweites hinten dranhängen. Klar, hängen wir noch ein zweites hinten dran. Ja. Oh, in der Schlacht. Sind alle bereit direkt? Dann können wir direkt weiter suchen. Oh, es gab auch ordentlich. Wunderbar läuft das. Gab auch ordentlich. Alter, 72 nur. Wie billig ist denn das? Das ist ja scheiße günstig. Na gut, es gibt keine Waffe, die Factory Standard teuer ist, oder? MG34 ist schon ganz schön preisintensiv tatsächlich. Nee, ist es tatsächlich nicht. Das MG13 und das 34 haben genau den gleichen Preis. Und zwar 0,24 Credits pro Schuss. Also mein Unmod, meine Unmod Panzerschreck ist auch scheiße teuer. Die Farbe darauf macht den Unterschied. Ja. Ja. Und die Raketen müssen ja auch immer wieder da. Weißt du, ne? Ja. Ja, aber das ist schon relativ günstig. Ich meine, ich habe jetzt wie ein Bekloppter rumgeballert.
Das wird geil. Das wird lustig. Und das ist schon am Laufen. Aber das wird geil, ja. Da stimme ich zu. Ja. Weil das Krepos ist ja ein bisschen einfacher zu verteidigen. Beziehungsweise gibt es da ein bisschen mehr Dynamik. Also ihr habt schon eine recht. Eine der schönsten Karten. Ich glaube, schwer geschützt macht am meisten Sinn, aber vielleicht auch fester Griff. Nicht zwingend, also wirklich nicht. Fast Reload definitiv nicht. Das macht keinen Sinn. Dafür lädt ihr viel zu schnell nach. Es wird sich halt einfach zeigen. Vielleicht auch gar nichts mit dem MG und man geht einfach auf eine andere Unterstützungsmöglichkeit. Ja, deswegen, du musst das Loadout um die Waffe herum entwickeln und nicht die Waffe selbst nehmen. Schon wieder das falsche Soldat ausgewählt. So, und gerade mal ein MT kaputt geschossen. Möchte jemand ein MT Tokarev haben, also das fette Maxim-Maschinengewehr? Ja, doch, gerne. Okay, ich probier mal meine Hände daran zu kriegen. Einmal. Hier, einmal bitteschön. Und daneben liegt direkt ein DT, wenn man das auch haben möchte. Ach, leck mich doch, du Frankie Fisch, du Wichser, du AVS. Mann. Ich nehme mal das DT. Mal gucken, was da so abgeht. Professor AVS. Ich wollte es ganz gerne mal im Video zeigen. Da hole ich in die Kacke rum. Gibt's hier noch eins? Das ist mein MG13. Also das MT hat auf jeden Fall einen sehr netten Sound. Die haben alle einen ziemlich coolen Sound. Das MG13 hat einfach den vom Panzer 1 übernommen, weil das ja auch ein Panzer 1 ist. Ich kann einen DT anbieten, wenn du möchtest. Der lebt ja noch. Ich habe einen DP28, wenn jemand will. DP28? Nee, ich nehme das DT. Ich wollte schon sagen, ich nehme noch das DT. Das ist übrigens die neue Animation, wenn man geheilt wird. Ich find's gut, dass es so penetrant mit... Ja, ist klar, Junge. Die kommen irgendwie immer von hinter uns. Ich glaube, die haben dann einen APC. Aber schaffen es trotzdem nicht, auf die Punkte zu gehen, interessanterweise. Ich bin jetzt schon zum zweiten Mal zum Medikit gerannt. Ich bin noch nicht mal dazu gekommen. Obwohl, ich finde, das MT klingt auch ein bisschen wie das 1919. Ficken. Ja, und der Frankie Fisch läuft hier mit einer Fullmod AVS, ja, was überhaupt keinen Sinn hat. Aber bitteschön, mach mal, verschwende deine Zeit. Von wo kam der denn jetzt? Ich sehe den wirklich nicht gerade. Okay, wir haben unser erstes APC verloren. Nein, nicht das APC. Danke, die spawncampen jetzt auch schon wieder. Das ist doch echt nicht wahr. Das ist wahrscheinlich genau der Grund, warum die nicht auf den Punkten sind. Okay, die haben da... Habt ihr kein Zuhause? Die haben übrigens tatsächlich keinen APC da, was mich ein wenig wundert. Ich fange sogar schon an, die APCs zu spawncampen. Das ist jetzt echt ein bisschen Arschluss langsam, Leute. Ich finde, bei dem Modus sollte man einfach die APCs komplett in Ruhe lassen. Beide Seiten. Dann kann man sich nämlich mehr auf die Fresse geben im Punkt. Das ist um einiges geiler. Ja, aber die meisten Leute wollen halt nur dominieren. Oh shit, kommen da viele. Das geht halt am einfachsten, wenn man blöd campt. Ist ein Fetisch, glaube ich. Bringt einer ein neues APC? Irgendwann, irgendwie, irgendwo? Oh. Nein. Jetzt gerade frischen DT gefunden und fast schon wieder über einen Haufen geschossen werden. Was auf jeden Fall nützlich ist, Fast Healing. Also First Aid. Das stimmt, ja. Bringt aber nur was, wenn du ein eigenes Medikit hast, ne? Interessante Zielhilfe beim DT. Und Nachladeinvasion. Ja, ey, die ist auch super. Ohne Witz! Die stehen zu dritt da hinten im O1-Punkt müsste das sein und schießen hier mit Mosin und... Okay, zu viert. Nice. Und schießen da in den Gang rein. Am Ende des Ganges. Oh, es sind drei Leute drin. Eieiei. Das Schöne ist, man kann die auch einfach außerhalb umgehen. Guck mal von der Seite und fickt die jetzt alle weg. Mal gucken, ob die gecovert werden. Oh, das gibt's doch nicht. Wie hat der denn das jetzt überstanden? Oben im Zwinger sitzt eine ganze Menge von Russen drin, glaube ich, drei Stück im Innenhof. Die kommen halt immer in so Massen, ne? Das ist echt heftig. Typische Russen. Es ist halt nicht ein Russ, es sind immer drei oder vier oder fünf.
Und da hat man leider mit dem MG13 und dem 25 Schuss doch nicht so viele gute Karten. Da muss man ein bisschen aufpassen. Oh, ganz knapp überlebt. Aber hallo. Weil das MG13 ist, glaube ich, eine 4-Hit-Waffe, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, Headshot, 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 Headshot. Ja, das, im Vergleich ist es dann ein bisschen kacke. Ich werde das vielleicht dann auf Schaden pimpen. Wobei, nee, es ist 3-Hit, aber ab 75 Metern wird es 4-Hit. Also da ist so eine Art... FG42-Verschnitt ist, werde ich vermutlich erstmal mit schnellerer Kadenz anfangen, also mit schnellerer Feuerrate. Das bedeutet Trigger und Feder. Und dann gucke ich mal. Wo ist denn der Kollege? Oben? Wieder einer mit MP40. Oben ist der bei O1 gewesen. Das sind zwei. Dann geh ich mal hoch. Wo kommen die ganze Zeit her? Ja, wo sind die jetzt? Rascher. Jetzt bin also, die waren vor 10 Sekunden nach oben. Einer ist dort unten und der andere hat mich von hinten. Der Max. Ach nee, der hat in der Seite geraubt. Na toll. Sie geben mir immer wieder einen Headshot direkt. Das ist auch interessant. Sag mal, steht da einer über unseren APCs? Auf dem Dach? Ach, es war ein Deutscher, okay. Links von den APCs? Ja, natürlich, direkt Headshot einmal durch die ganze Halle durch. Willst du mich verarschen? Der Firut. Danke. Ihr müsst das APC mal kurz beschützen, das kann ich gerade nicht benutzen. Jo, ich auch nicht. Das war der Firo, der eben gerade drauf geschossen hat. Der eben gerade ganz kurz um die Ecke geguckt hat. Der wird wahrscheinlich auch gleich nochmal wiederkommen. Warum auch immer. Gut, geht wieder. So, jetzt geht's wieder. LOL. Schon wieder von rechts. LOL. Okay, viel zu viele da drinnen. Boah, der Sound ist schon geil. Durch, lass mich durch. Er kommt schießend um die Ecke. Natürlich kommt er schießend um die Ecke. Ich krieg hier gerade nur auf die Fresse. Mhm. Das ist irgendwie unangenehm. Ich hab letztes Mal schon auf die Fresse bekommen. Jetzt geht's eigentlich ganz gut. Ja, okay. Stellt euch vor mich. Habt recht. Er sitzt da draußen. Ja, ist da draußen. Ja. Er guckt natürlich auch. Das ist so mein Laster heute. Egal wo ich hingehe, einer ist schon da und guckt zufällig genau in die Richtung, wo ich lang gesprungen komme. Der ist fast tot. Meine HMG-Erfahrung. Er ist schon wieder von links. Von links einfach. Die kommen zum APC wieder. Sind beim APC. Das ist der Punkt, warum ich das Spiel nicht mehr spiele. Warum? Man kann sich auch mit meinem. Weil es einfach manchmal keinen Spaß mehr macht. Ich hab dir gesagt, du spielst es zu oft. Wow! Das gibt's nicht! Dem habe ich doch voll in die Fresse geschossen. Warum stirbt der Kerl denn bitte nicht? Was haben die alle für Heavy Set Platin oder was? Oh ey, das ist doch nervig. Ich hab den High Ground, ich fang vorher an zu schießen, treffe ihn in den Kopf. Nein, nö, PPS macht diesmal keinen Headshot. Alter, wie viele sind denn hier zum Fick? Egal wo du bist, die sind schon dreimal da. Die klonen sich. Erstmal ohne Witz. Guck mal hier, die stehen alle schon schießbereit, egal wo du hingehst. Die sind alle schon auf Visier. Jetzt gehen wir mal andersrum. Ja, zack, und von hinten und vorne. Und dem habe ich. Nee. Alles, was man sieht, ist sein Kopf. Man schießt rein, verwundet für einen Punkt und stirbt dann durch einen Beintreffer. Warum? Ach, Mensch, okay. Ja, ich habe eins von deren APCs. Ja, die APCs werden auch Gordon, schon weggecampt. Das ist der Typ mit dem DT. Happen. DP28 war's. Mann, die sollen die Kack-APCs in Ruhe lassen, einfach reinspawnen. Ansonsten gehe ich mal auf NPC-Jagd von denen. Du kriegst einen weg und dann sind da 10 neue. Das macht keinen Spaß, leider. Das ist halt geile Russentaktik, ne?
Der eine liegt da, zieht deine Aufmerksamkeit auf dich, dann kommt der nächste direkt ums Eck gescheißert und macht dich auch wieder fertig. Ach, furchtbar. Bin ich gerade froh, dass ich zwei MGs hatte gerade. Aber hey, es gibt eine schöne neue Heilungsanimation und die ist wichtig und sollte immer erwähnt werden. Über mir erste Etage. Wenn einer reinkommt bei O1. Nein, okay, er ist unten. Ich brauch Medic. Verdammt. Du kommst einfach nicht mehr rein, die haben jetzt alles zugestellt in diese Festung. Oh, nice, man sieht die Richtung, von wo man geheilt wird, cool. Ach, das gilt jetzt nicht nur für Fahrzeuge, sondern auch für... Ja. Ist ja noch besser. Oh, nö, tschüss. Ist das APC von uns da vorne, was da gerade läuft? Oder ist die das sollten das ein paar mehr Fenster öffnen, finde ich. Also, das, man verkämmt sich einfach viel zu sehr in diesen Räumen. Und Kopfschuss! Alter! Und direkt Handgranate für den General. Diese Granatenspamme sind echt lustig. Jo, klar. Okay, 1 gegen 5. Mhm. Firut. Wie sieht's denn nur 3 aus? Ach, 3 gegen 1. Ja. So, wer kriegt als erstes aufs Fressbrett? Rein da! Oh, okay, Scheiße! Hier sind alle hinten. Oh Gott, 4 Stück. Wo kommen die denn jetzt alle her? Ja, ich guck rechts rum. Headshot! Du kannst da... Ja, die haben, wie gesagt, die haben halt irgendwie immer dieses Privileg, dass die schon anvisiert haben. Ja, die kommen jetzt hinten rum und machen unsere APCs kaputt. Das. Ja, zack. Direkt tot. Die kommen immer in so Sechsergeschwadern. Keine Chance mit dem armen MG13. Ja, dafür hat das so ein kleines Magazin. Die kriegst du nicht weggeschossen. Ja. Das Magazin reicht für ein, zwei Leute. Es ist eine lustige Sturmwaffe, das muss man sagen, aber es ist nicht effektiv genug, um damit große Massen zu unterdrücken, die auf einen zustürmen. Das ist auf jeden Fall komplett vergeblich. Also wenn du ein gutes Team hast, mit dem du zusammenarbeitest, dann geht es. Ah lol, ey, du Wichser, ey! Dass die immer in den Ecken hocken. Alter! Und vor allen Dingen auch alle mit dem MG, ne? Alle mit dem DP28. Dem neuen Ding da. PPS, PPSH. Das gibt's doch nicht. Ich habe ein ganzes Magazin in den gepustet und der läuft wieder weg. Habt ihr schon einen gefunden? Habt ihr schon einen gefunden mit einer SV? Nee. Frankie Fish. Nein, die haben alle. Ja, zack, von hinten AVS. Und wir wieder im Dreiergeschwader. Irgendwelche automatischen Waffen. Kein Spaß daran. Absolut kein Spaß. Och komm, ja, warte. Ja, ich krieg die Krise ja, ne? Kämmt er und pfeift, ja, auf jeden Fall. Im Kopfschuss, hast du gut gemacht. Heldenhaft. Ja. Ah, Kopfschuss, schwierigste Sache im ganzen Spiel. Random, zack, direkt. Und wieder Lowlife, cool, ich bin schon eigentlich direkt wieder tot. Ich camp halt auf dem Boden, Junge! Ey, ihr habt doch kein... Ich hasse euch. Der hat sich doch nicht mal umgedreht zu mir. Ich hasse euch. Alter, richtiger Arschloch-Move hier in diesem Spiel. Ich glaube, die Sequenz können wir rausschneiden, oder? Einen Scheißdreck schneiden wir raus. Ach, wir sind nicht Roland? Wir sind, nein. Oh, Shots fired. Also es macht doch Spaß. Wenn man die also Wahrheit mir sagt, macht Spaß. Also ich schieße die halt auch gut weg, aber es sollte halt auch gezeigt werden, dass wie die sich da verhalten. Guck mal hier, teilweise kam eben gerade einer aus diesem Raum raus. Der Raum ist zu. Hier kommt man sonst gar nicht rein. Ach, der hat da drin gewartet, bis man... Ja, natürlich. Der hat da drin gewartet, bis einer um die Ecke gekommen ist. General, am Heim. Ja. Der Chat ist auch sehr interessant, hier nebenbei ein bisschen mitzuverfolgen. Weil ich jetzt gerade das Interesse verloren habe zu spawnen aus irgendeinem Grunde, lese ich mir das lieber durch. Okay, ja. Das sei mir jetzt mal vergönnt. Mittlerweile fangen ja, die Deutschen auch schon an, auf die Deutschen zu schießen, weil... Geht halt. Der Spaß ist real. Nein, aber es hat die Statistiken vom SG-42. Also der Schaden und die Reichweite ist identisch, 1:1 übernommen. Mhm. Der Rückstoß ist ein bisschen angepasst worden. Der Zielkreis etwas größer, klar, 5 Schuss mehr, also auch ein bisschen mehr. Komm, einmal geht Verzug.
Aber ansonsten ist es einfach eine direkte Kopie des FG-42 und wer sich damit zufrieden gibt, für den ist das die ideale Waffe. Alter, die Ficker kommen überall her, du. Das ist der Wahnsinn. Du kannst denen gar nicht entkommen. Von hinten, ich frag mich halt, wo solche Leute die ganze Zeit im Krieg rumhängen. Die hängen nicht im Krieg rum. Deswegen ja. Okay, guck mal. Ja, wo diese Leute gerade sind. Ich will einen vom Dach wegschießen, der gerade runtergesprungen kommt. Und werd von einem links weggeschossen. Manchmal, ich weiß nicht wie und warum, aber heilige Scheiße. Eine Frage jetzt noch. Habt ihr einen mit einer SVT gesehen? Einen einzigen? Nein. Nee. Nein. Aber ich habe Gewehrleute gesehen. Mm, ich weiß, G43. Ich wurde auch einmal von einem erschossen. Ja. Als ich LoL war. Ganz mehrmals. Aber es war kein einziger SVT dabei. Also ich habe nur den Kontakt mit den DT, mit den DP, mit den PPS, mit der AVS. Eigentlich alles vollautomatisch gesehen. Und mit großem Magazin. Na gut, ich meine, wenn du was anderes als ein Vollauto spielst auf dem Map, dann bist du entweder gut oder... Ja. Oder das andere. Genau. So, sehr besonders. Was oh, jetzt? Das war schön gesagt. Das Gute ist, ich habe jetzt eine Menge freigeschaltet. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz in die Dingens rein, in die Modding-Varianten davon und dann, ja, können wir uns auch schon direkt verabschieden. Typisches MG. Ja, aber wenn ich angenommen, also wenn ihr meint, das hat die gleichen Stats wie das FG42, dann kann ich auch mal gucken, ob es eventuell auch die gleichen Modifikationen vom FG42 hat oder ähnliche. Nee, wie gesagt, so ein ganz normales MG. Also sprich, es hat jetzt keinen Crow, wie heißt das? Der Königlauf, der ist nicht dabei und das Scope und der Schnellabzug. Aber ansonsten also, euer Standard-MG für zwischendurch. Ich glaube, ich werde das halt, wie gesagt, ähnlich wie bei dem FG42 modden, halt Abzug. Den Schnellabzug, den kriege ich ja nicht. Ich kriege nur die Feldabzugsbearbeitung, das reicht aber auch. Und die leichtere Feder. Also ich denke mal, leichtere Feder werde ich auf jeden Fall drauf machen. Einfach um auch im 1v1 gegen ein richtiges MG quasi noch aufrecht stehen zu können. Ich habe nämlich eben gerade gemerkt, ich fange gleichzeitig mit ihm an zu schießen, er hat mich aber trotzdem früher weggeballert, weil er wahrscheinlich mehr Schaden macht. Welche Waffe war denn dein Gegner? Mmh, DP28 ziemlich oft. Ach so, okay. Kommt ein bisschen auch aufs Modden an, also. Ja, wahrscheinlich hatte der gemoddet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der nicht gemoddet hat. Also ich habe zwei gesehen, die richtig hart gemoddet wurden. Ich denke mal hier leichtere Feder, dann sind wir schon bei 660 und wenn ich dann noch irgendwie den Abzug drauf mache. 740 sind es dann. Ja, da sind 740, also, passt ungefähr. Das ist mehr als das MG34. Und das für eine Tier 1. Den verchromten Lauf draufpacken, die angepasste Zielhilfe und dann hast du eigentlich eine Waffe, wo du keine Nachteile hast mit der Moddung. Aber dann ballerst du halt ordentlich Geld raus, ne? Unnötig. Ich denke mal, mit der leichteren Feder und der Feldabzugsbearbeitung bist du noch kostengünstig unterwegs, hast aber eine relativ schnell schießende Waffe. Die leichte Feder ist, soweit ich weiß, ein Credit pro Schuss und der Abzug 0,86 oder wenn ich das so ähnlich richtig in Erinnerung habe. Also ich habe einen Abzug drauf gehabt, ich habe jetzt 500 bezahlt, mit allem drum und dran. Ich habe jetzt nichts drauf gehabt und habe 150 bezahlt. Okay, ich habe angepasste Ziele von Chromlauf, etwa knapp unter 300, aber ich habe auch so gut wie nichts getroffen. Also kann man das mal so ja nicht wirklich werten. Was dann jetzt halt noch dazu kommt, ist vielleicht dann eine schöne Camouflage nochmal irgendwann und halt noch ein Loadout da drumherum. Ne? Momentan habe ich halt nur die Waffe. Und muss man halt noch was überlegen. Pistole macht keinen Sinn, dafür lädt das Ding zu schnell nach. Vielleicht halt, wie gesagt, Messer wurde mir nahegetragen oder halt Medikit. Vielleicht ein kleines Medikit und ein Verstellschlüssel oder ein Messer. Vielleicht sogar wirklich Messer. Ich habe beides drauf. Handgranaten habe ich bei meinem Schurbensoldaten, das reicht bei einem. Ich bin ja kein Granatenspammer. Habe ich auch. S-Minen hast du doch bestimmt. Ja. Nein, hast du bestimmt. Doch, ich habe einen extra Verteidigungssoldaten. Der hat einen G43. Okay. S-Mine und normale Mine. Nee, ach stimmt, der, ja. Eigentlich habe ich jede Waffe bei eigenen Soldaten. Jetzt sogar einen mit MG13. Gut, aber ansonsten danke fürs Zuschauen und gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Update fandet. Wie fandet ihr eigentlich, ihr beiden, das Update? Oder ihr drei, wenn Korat noch da ist? Gut eigentlich, ja. Also das mit dem Heilen und mit dem Reparieren. Boah, das ist da angezeigt. Ernsthaft, das ist so lange schon mein Wunsch gewesen, weil ich ja öfters mal, ich habe ja extra eine Klasse hier, ne, den Mechaniker und den Medic, die kannst du halt nur spielen, wenn die Leute auch checken, dass sie repariert oder geheilt werden.
sonst frustet das einfach massiv. Das heißt aber nicht, dass es wirklich fehlerfrei funktioniert. Heute wurde auch wieder, habe ich versucht, einen Typen zu heilen. Der rannte die ganze Zeit weg. Dann ist er gestorben und hat geschrieben, thanks for blocking me. Das ist Trottel gewesen. Auch mit flashing lights und Beep-Ton wird wahrscheinlich noch keiner, auch nicht jeder checken, dass es so geheilt. So ein EKG, ne? Beep. Ja, ja, richtig. Da kommt so ein Lauftext. Sie werden geheilt. Mitten im Bildschirm. So die Hälfte vom Bildschirm einfach. Sie werden geheilt. Stehen bleiben. Sie werden geheilt. Achtung, Alarm. So 10 Lichter, die da ganze Zeit rumhüpfen. Also, das wäre schön. Was ich dazu sagen kann, ist, die Fighter Balance gefällt mir sehr gut. Andere Flugzeuge haben jetzt deutliche Chancen gegen die Focke Wulf. Und wenn es HNG, also besser gesagt Reto, nochmal schafft, so ein Update rauszubringen, dann überlege ich mir, ob ich wieder aktiv anfange. Yes. Es ist wirklich ein Update, das für mich persönlich noch keine Nachteile hat. Ja, und vor allen Dingen auch viele auch coole neue Sachen drin hat. Also auch mit den Panzersperren, das fand ich jetzt nicht schlecht. Klein, aber fein. Sollte Redo das Video sehen, it's the right way, guys. It's the right way. Yeah, keep enhancing the game. Gut, wenn ein Deutscher sagt, das ist der rechte Weg, dann ich weiß nicht, ob das im Ausland so angenommen wird. So, auf jeden Fall jetzt Schicht im Schacht. Danke fürs Zuschauen. Ach, das hört denn noch dazu? Das gehört noch dazu. Ich hab euch. Okay. Okay. Tschüss. 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 Tschüss.